Hallo meine liebe Freunde auf YouTube, herzlich willkommen zu einer neuen Reaction zu Wenn Schulfächer Rapper wären, Teil 3 irgendwie gefühlt. Wir reagieren nicht auf alle irgendwie gerade. Sind immer noch in der Vorproduktion, diesmal mit Julia Beautics. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Wir wissen ja, dass Julia schon eine gute Stimme hat. Und da sind wir doch gespannt. Jetzt sagen wir das wie immer. Holt euch was zu essen, holt euch was zu knabbern, setzt euch aufs Sofa, chillt ein bisschen die Base. Genießt das Video, trinkt noch einen Kaffee wie ich. Bei uns ist morgen noch, wir haben jetzt 9:18 Uhr, also ziemlich früh am Morgen, aber wir legen los und ich sage dementsprechend, let's go, play, it's a me, Mario. So Leute, Schulfächer rappen geht in die Direkt wieder Crush gekriegt. nächste Runde. Die ersten beiden Teile waren ja ziemlich schwach. Jetzt mische ich den Laden hier mal richtig auf und zeig euch, wer wirklich das krasseste Fach ist. Ihr entschuldigt mich mal kurz. Nein, ey. Wow. Also, sie hat einfach eine mega Ausstrahlung. Ihre Augen. Wow. Gefällt mir. Gefällt mir echt. Schulfächer rappen ist ja klar, wer hier the best ist. Bio macht den Anfang, ich bin fetter als der Rest ist. Mega. Auch da, wenn wir jetzt mal so vergleichen mit den anderen Teilen zu dem jetzigen Teil, da merkt man schon, wie qualitativ hochwertiger das ist, nochmals gedreht wurde, wie da nochmal eine Schippe draufgelegt wurde. Unglaublich. Am weitesten entwickelt, ihr kriegt noch auf allen Vieren. Survival of the fittest, ihr seid meine Beutetiere. Ihr werdet jetzt von mir zerteilt, Mitose. Und dann schon gleichmäßig verteilt. Osmose. Osmose, guck mir deine Gene an und stell fest, wie dumm du bist. Ich mach dich fertig, nutz dich als Skelett. Wartet, ich wollte was sagen. Nein, nein, liebes YouTube. Guck mir deine Gene an und stell fest, wie dumm du bist. Ich mach dich fertig, nutz dich als Skelett in meinem. Hallo? Ey, es ist unglaublich, teilweise die Steuerung ist scheiße. Der Blick gefällt mir. Also ich muss sagen, sie ist ein hübsches Mädel, das merkst du halt einfach und wow. Ich nutze dich als Skelett in meinem Unterricht. Ich bin komplett wie ein Nervensystem. Ihr seid so weit. Ich will auch das Skelett sein. Protein ist nur extrem. Hochenergetisch durch Photosynthese. Im Wappen nicht schämen, bin ich fotogen. Upgrade mich so extrem. Ich update einfach mein Gen. Ich brauch keine Brille mehr. DNA-Editing, Fußball kommt an und ich kann wieder sehen. Dieses Battle leichter als Angeln im Aquarium. Ich mach dich platter als die Blätter in meinem Herbarium. Ja, das Klima ändert sich. Ich hab's gecheckt. Meine heißen Rhymes. Ich finde, das Schlimme an sowas, diese Blicke, wenn ich so eine Lehrerin gehabt hätte, oh, ich wäre durchgedreht. Ich wäre durchgedreht im Klassenzimmer dazu mal. Also nicht irgendwie, weil ich sie sexualisiere oder so, sondern ich hätte mich eiskalt verliebt in die Lehrerin. Effekt. Das hier ist der Streicher zu Rottier-Alarm. Ich fasse euch alle in der ersten Runde. Ihr seid so süß, ich gleich mal auf wie in Sexualkunde. Dreht euch in Sozo noch, ihr geht ein und werdet depressiv. Ich bin dominant hier yeah, und ihr seid leider rezessiv. Ernsthaft? Oh, die Krawatte ist geil. Ich will die Krawatte. Ich will die gottverdammte Krawatte haben. Ich weiß nicht wieso, aber die ist mega. Du kannst doch deinen ganzen DNA-Scheiß überhaupt nicht durchziehen, wenn ich nicht wäre. Ich wette, Informatik. Weil wenn er sagt, du kannst den ganzen DNA-Scheiß nicht durchziehen, wenn ich nicht wäre, dann setze ich auf Informatik. Genauso wie praktisch niemand mehr was machen kann ohne mich. Und ich sag dir jetzt warum. Hat er leider recht. Okay, das letzte Jahrhundert ruft grad an, will seine Fächer zurück. Das Oh, ich kenne das. Ja, so ist auch unser Rechner, sprich unser Klassenzimmer oder sprich unser Informatikzimmer auch aus, so mit den ganzen alten Computern noch. neue Zeitalter ist Info, Junge, jetzt wird's auf Weg. Aber die Krawatte. Heutzutage läuft doch gar nichts ohne das Web. Die Webcam abgeklebt, schön. Habe ich eigentlich nie. Programmiert, also raus aus meiner Spur, sonst werdet ihr fragmentiert. Es geht hier alles um Nullen und Einsen, doch die Nullen seid ihr, das weiß ich. Dein Buffer flutscht über, ich brenne dich nieder mit Firewalls, du weißt Bescheid, Kid. Und wenn ihr alle meint, das euer Fach hier so viel krasser wäre, ein falsches Semikolon und hier läuft leider gar nichts mehr. Ja. Das ist also für mich, also ich muss sagen, wenn ich jetzt alle Teile bewerte, muss ich sagen, Informatik ist immer noch das schlimmste Fach, weil, wenn du programmierst, also ich kenne es halt jetzt von mir, wenn ich am Programmieren bin, es angenommen, du hast wirklich eine Tabelle mit extrem vielen Zeilen drin und da hast du ein Semikolon falsch gesetzt, finde es. Und du bist da 3 Stunden am Fehler suchen, findest es immer noch nicht. Am Telefon.
Schön, Voice-over-IP. Lyrics, eure Rhymes sind kacke, 1000 Nerds stehen hinter mir. Dinos-Attacke! Dinos-Attacke. Ich bin hochkomplexer Shit, kognitiv kommst du nicht mit. Alles ist hier Krypto bis 256 Bits. Datenschutz hin oder her, eure Daten hab ich schon geklärt. Und meine KIs haben alles schon längst über euer beschissenes Leben gelernt. Ich zerstör euch locker in Locken und werd hier eh siegen. Eure Lives nicht so komplex, weil sie nur in P liegen. Meint ihr könnt zu viel, doch seid ihr. Och, die Anspielung auf P, die Anspielung auf P. Wer weiß, was es damit bedeutet ist, mit P? Das soll es gerne mal in die Kommentaren schreiben, aber... Alle nur am Labern, zerfetzt euch weiter untereinander. Ich mach mir eine Tasse Java. Eine Tasse Java. Digi, du bist doch nur dafür da, das kleine... Kids auf ihrem Handy scheiß... Ich glaube, ich muss nichts dazu sagen. Spiele zocken können. Ich... gebe Menschen Werte und Orientierung für ihr ganzes Leben. Nein. Nein. Ich zeig dir das mal. Der Herrscher der Gott. Andere Fächer sind Schrott. Ja. Egal was du glaubst, ich bin real, ich bin da und keiner hier wird mich gestoppt. Okay. Baby, mein Wort ist Gesetz. Ja. Ihr werdet wie Sünder zerfetzt. Leg dich mit mir an und du kommst in die Hölle, du Loser, egal wie du rappst. Heute auf die Knie, Religion ist Pflicht. Oder bitte ihr lieber Philo, denn ihr traut euch nicht. Es gibt ewige Qualen, wenn du Gebote brichst. Und ich seh euch Loser wie. Mega, mega, auch wieder hier die Aufnahmen. Ich meine, die Parts passen auch zu Julia. Die passen definitiv zu ihr. Ja. Ich hab keine Line über Jesus gemacht, denn sonst heulen manche Blasphemie. Wir wollen ja keine Blasphemie. Ich peinige, scheinige, reinige, heilige Geister, Rallye am Start. Bin peinliche, geistliche, Scheiner, ließ meinen, dann bringt euch in Sicherheit, Riester Alarm. Mega, mega. Ich habe Religion zwar gehasst, aber das, was ich hier abliefert, mega. Was soll das denn? Sich so Storys ausdenken, das kann jeder. Aber sich an Fakten halten. Schön, Geschichte. Was wirklich passiert ist, das ist schwer, das ist hart. Und ich zeig dir jetzt mal, wie das geht. Gott, Kaiser, Pharao, Cäsar, König, Imperator, das bin ich. Ihr werdet vor. Wow. Auch diese Transition, wow. Sklav der Ober, der Untergang ist euch gewiss. Mehrere Jahrtausende Geschichten stehen hinter mir. Helden, Kaiser, Völker, Heere, Könige. Und wer seid ihr? Keiner hier hat hier so halbwertes Wissen wie ich. Und jetzt wird hier nicht mehr gechillt. Daten, Fakten, Daten, Fakten, Daten, Fakten, Tafel. Geschichte war für mich zwar immer interessant, aber diese Daten zu merken oder diese Fakten zu merken und gleichzeitig im Test wiederzugeben, das war verdammt schwer. Weil du schnell irgendwas durcheinander gebracht hast. Ich bin der Zenturier. Unglaublich. Das, was wir brauchen, ist Vergangenheit. Woher ihr kommt, bestimmt auch, wer ihr seid. Er hat da recht. Geschichtsunterricht, das ist die beste Zeit. Ich bin die Hochkultur Babylon, Griechenland, altes Ägypten, das Römische Reich. Ihr seid die Außenwelt irrelevant, ich mach euch wie Karthago dem Erdboden gleich. Raus aus meinem Imperium, ich bin Zivilisation. Alle drehen sich dämlich um und sehen mich auf meinem Thron. Doch jetzt mal Real Talk, denn es gibt... Oha, was passiert jetzt? Kein Happy End, wenn keiner die Geschichten aus unserer Geschichte mehr kennt. Meine Bücher sind voll mit Fehlern, aus denen wir lernen müssen. Die letzten Zeugen sterben bald, aber wir dürfen nicht vergessen. Alles, was hier drin steht, kann doch garantiert nochmal so sein. Ängste, Panik, Feindbild und das Narrativ. Ich bekomme gerade Gänsehaut von der Aktion. Wow. Tiefopfer zu sein, auch wenn manche gern so tun, als wäre es nicht so schlimm gewesen. Wer selbst so eine Scheiße denkt, sollte ein Geschichtsbuch lesen. Jeder, der mich kennt, weiß, darauf läuft es immer raus. Wenn die meisten einfach gar nichts machen, reichen ein paar Spinnen aus. Oh. So. Mega, vor allem die letzte Line. Alter, ich krieg gerade mega Gänsehaut. Wow. Die letzte Line, die war wirklich Hammer. Die, da hat er sich mal was Cooles überlegt. Ich würde es auch mal feiern, wenn er so ein Lied machen würde. Über das Nachdenken oder so, mit seiner Aggressivität. Steht ihm irgendwie.
Aber wow. Wow. Also die letzte Line, die ist wirklich top. Die ist top. Ach, ihr wisst ja jetzt, was kommt. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir gerne mit dem Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich würde mich über einen positiven Kommentar freuen. Die Glocke nicht vergessen zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Schaut gerne bei den anderen Social Media Kanälen wie Twitch vorbei und Instagram und Co. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich verbleibe euch natürlich als euer Feuerdor und sage dementsprechend Ciao mit V. Ciao, ciao.